Hi, ich bin Jörg von Interaktiv. Für den World Plone Day 2021 lassen wir Kunden zu Wort kommen, und zwar die ganz lieben Kollegen von der Universität Bonn. Dort geht gerade Plone 5 an den Start und wie das Projekt bisher gelaufen ist, das seht ihr jetzt. Eine internationale Universität mit 31.000 Studierenden und dazu kommen dann immer noch mal 8.000 Doktoranden dazu, die dann teils an der Universität auch direkt beschäftigt sind oder teils extern sind, in Graduiertenschulen sind. Und wie dieser hohe Anteil an Doktoranden schon zeigt, sind wir vor allen Dingen eine Forschungsuniversität, die sich darauf spezialisiert hat, die wissenschaftliche Potenz unserer Republik zu steigern. Und in dem Sinne war die Auszeichnung als Exzellenzuniversität im Jahre 2019 war ein ganz wichtiger Schritt für uns alle, für die gesamte Universität. Und das strahlt auch auf alle aus, wie das inzwischen auch viele merken. Und davor lag ja das Jahr 2018, wo wir mit 6 Exzellenzclustern die erfolgreichste deutsche Universität waren in diesem Wettbewerb. Also keine andere hat mehr Exzellenzcluster an die Uni geholt. Wenn ich zurückblicke, gibt es 2 Situationen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind innerhalb des Projektauflaufs. Das eine war tatsächlich wirklich zu Beginn des Projekts. Das war das allererste Projektmeeting, was wir mit den Entwicklern und den Verantwortlichen von Interaktiv hatten und wo wir in großer Runde mit Vertretern der Universität und von Interaktiv zusammensaßen und das allererste Mal aufeinander getroffen sind. Und quasi dieses Gefühl zu haben, man geht in ein Meeting rein und weiß nicht so richtig, also man hat die große Hoffnung, dass man auf Leute trifft, die verstehen, wie wir ticken und in der Hoffnung, dass wir auch verstehen, wie die ticken, um dann zu sagen, da, mit denen machen wir gemeinsam ein Projekt. Und diese Unsicherheit zu haben, hoffentlich klappt das. Und festzustellen nach 15 Minuten, dass man das Gefühl kriegt, okay, das sind die Leute, mit denen kann man das tatsächlich so schaffen. Wir sind in unserem Projekt darauf eingegangen, dass die meisten Besucher über Smartphone auf die Webseite kommen, indem wir erstmal als Statement gesagt haben, Mobile First. Dass wir in den 2 Jahren, die wir an der Webseite entwickelt haben, innerhalb der Universität auch einen Prozess durchgemacht haben, sieht man daran, dass wir die Schlussabnahmen auch mit unserer Leitungsebene tatsächlich ohne große Diskussion direkt auf dem mobilen Endgerät angeschaut haben und keiner mehr auf die Idee kam, so etwas auf dem Desktop zu zeigen. Am Anfang haben wir uns getroffen und gedacht, wir fangen einfach mal an und strukturieren eine neue Website und entwerfen eine neue Navigation, 1, 2, 3 und fertig. Und dann haben wir Jörg Zell kennengelernt und Jörg Zell hat uns beigebracht, wie wir zunächst mal analytisch vorgehen und mal in die Vergangenheit schauen und sehen, wer wir eigentlich sind. Ja, wir haben eine Ist-Analyse gemacht. Und das war ernüchternd und dann haben wir uns auf unseren Hosenboden gesetzt und haben angefangen herauszufinden, was wollen wir eigentlich? Was soll diese Website eigentlich leisten? Am Anfang haben wir tatsächlich mit Personae gearbeitet und hatten dabei als Universität Sonja Studentin dabei und Markus Mitarbeiter und Friedel Forscher. Und haben dann deren Bedürfnisse zunächst mal auch antizipiert. Die Organisationszentrierung in der Universität ist jeden Tag sehr dominant. Das ist ein echter Kampf, sich jeden Tag für die Nutzerorientierung zu entscheiden und gegen die Organisationszentrierung. Wir haben nämlich keine zentrale Webredaktion, sondern wir sind ein Haus mit ungefähr 120, 130 Kolleginnen und Kollegen inzwischen, die im CMS genau das machen, nämlich Contentaufbau im Sinne der Nutzerorientierung. Am Ende ist es so, dass man das dann natürlich operationalisieren muss, was ich gerade schon beschrieben habe. Und das hat auch Konsequenzen für ein Rollen- und Rechtesystem. Und dabei haben wir am Ende 4 Ebenen eingezogen in diese Gruppe von weit über 100 verschiedenen Menschen in verschiedenen Gebäuden, Organisationseinheiten, die sich nicht automatisch treffen, die sich manchmal vorher gar nicht kannten. Und so weiter. Und wir haben dann mit dem System Superredakteure, Redakteure, Redaktionsassistenten einen Weg gefunden, wo wir über diese 3 plus Admin
über diese vier Ebenen hinweg die Willensbildungsprozesse dann auch so organisiert bekommen, dass immer kanalisiert wird, was braucht die einzelne Person, die einzelne Redakteurin, der einzelne Redakteur und was können wir gemeinschaftlich dazu anbieten. Wir, das Design-Team, standen vor der Herausforderung, das User-Interface der Webseite so zu gestalten, dass Redakteure in der Lage sind, schnell und einfach Vorlagen zu erstellen. Hört selbst. Für die Redakteure ist das größte neue Feature mit Sicherheit der Tiles-Editor, den wir eingeführt haben. Der eröffnet auf der einen Seite quasi unendlich viele Möglichkeiten für Redakteure, nach denen sie schon lange gesucht haben und die quasi die Grenzen immer des alten Systems markiert haben. Das heißt, dass man Dinge arrangieren kann, dass man Dinge nebeneinander setzen kann. Und gleichzeitig ist es für die Redakteure die größte Herausforderung, denn es erfordert an vielen Stellen tatsächlich auch eine neue Form von Arbeiten. Und für die Redakteure, gerade auch für diejenigen unter den Redakteurinnen und Redakteure, die keine reinen Online-Redakteure sind, sondern die parallel eigentlich noch einen anderen Job innerhalb der Universität haben. Für die ist die Kombination sehr wichtig und vielleicht auch das große neue Feature, dass wir eine Kombination haben, dass man mit Vorlagen arbeiten kann. Das heißt, dass es gestaltete Vorlagen für viele inhaltliche Anlässe gibt, die man als Ausgangspunkt nehmen kann und damit man nicht mehr wie im Vergleich zur alten Webseite mit einer leeren Seite anfängt und dann anfängt, etwas aufzubauen, sondern man sucht sich jetzt erstmal die Vorlage, die zum Inhalt passt und fängt auf dieser Basis an, seinen Inhalt aufzubauen. Ein weiteres Feature von Unibonn ist das Personenverzeichnis. Hier können Visitenkarten der Mitarbeiter von Unibonn angelegt werden und dann noch kategorisiert werden. Und aus diesem Personenverzeichnis kann man die Mitarbeiter auf bestehende, zum Beispiel Teilseiten, innerhalb des Content-Bereichs einpflegen und dann mit weiteren Informationen befüllt werden. Ein zentrales Instrument der Webseite ist unsere Studiengangdatenbank. In dieser sind alle Studiengänge, die man an der Universität Bonn studieren kann, in einer Datenbank erfasst und gepflegt. Die Daten dazu werden tatsächlich originär so in Plon gepflegt. Und das ist etwas, was wir in dem alten Webauftritt schon angefangen haben und was wir jetzt in Plon 5 tatsächlich, ich sag mal, zur Perfektion für uns gebracht haben. In dieser Datenbank wird nicht nur erfasst, welche Studiengänge es gibt, sondern es sind in den Datenbankfeldern zusätzlich weitere Informationen zu dem Studiengang erfasst. Zum Beispiel so etwas wie Zulassungsbedingungen, wo man die Studienordnung findet, in welcher Sprache das Ganze stattfindet, welche Fächer beteiligt sind, was verwandte Fächer sind und dergleichen mehr. Diese Angaben sind alle filterbar, sie sind sortierbar und ermöglichen somit sowohl Studierenden, aber auch Interessierten zielgerichtet eine Übersicht zu bekommen, welche Studienmöglichkeiten es an der Universität Bonn gibt. Inzwischen bin ich der Überzeugung, man sollte es von Anfang an groß denken und nicht zu sehr zurückhaltend sein, sondern versuchen, die Themen lieber groß zu denken und lieber einmal erstmal übers Ziel hinauszuschießen und gleichzeitig das Thema halt trotzdem nicht unterschätzen und vor allem auch nicht die Kleinigkeiten unterschätzen. Und man braucht ein Team an Leuten, auf die man sich verlassen kann, weil trotz aller, also so schön nachher die Methode ist und so schön alles ist, was man sich zusammengesucht hat, wenn man nachher nicht das Team hat, dass das Ganze nachher zum Beispiel auch agil lebt, dann funktioniert es nicht. Von daher sehr, also deutlich viel Zeit in eine Teamauswahl stecken und zu versuchen, in der Universität die Überzeugung zu schaffen, dass man versucht, so ein Thema groß zu denken. Aus meiner Sicht ist auch, vielleicht um da nochmal etwas zuzusagen, Plon für uns immer noch das System der Wahl, um an einer Universität, die eben sehr verteilt ist, mit starken dezentralen Einrichtungen, ist Plon für uns das System, mit dem wir dem am ehesten gerecht werden können. Das heißt, wir haben eine technisch stabile Plattform und wir haben eben nicht nur einen Webauftritt, sondern wir haben viele parallel laufende Webauftritte, die von Einrichtungen selbst und eigenständig gepflegt werden wollen. Und als Rechenzentrum können wir trotzdem die technische Klammer drumherum setzen und sagen, es läuft auf einer Plattform, wir haben eine gemeinsame zentrale Konfiguration und wir versuchen an den Dingen, die Sachen, die möglich und notwendig sind, zentral gemeinsam zu machen. Und trotzdem hat man dezentral die Freiheit, den eigenen Webauftritt des Instituts zu machen, so wie man es selbst für richtig hält. Das Ziel ist erreicht in dem Sinne, dass wir ganz viel gelernt haben und wir jetzt auch selber imstande sind, dauerhaft eine frischere, leichtere und besser strukturierte Website
auch erhalten zu können. Also es ist jetzt nicht nur ein Prozess gewesen, mal kurzerhand eine Website zu errichten, die dann kurzfristig vielleicht diesen Maßstäben genügt, sondern wir haben inzwischen hier eine Struktur, die uns erlaubt, das auch weiterhin tun zu können. Und das wird, glaube ich, Spaß machen zu sehen, dass sich das gelohnt hat, auf lange Frist einen guten Webauftritt zu haben.